Hallo zu einem schönen Samstagnachmittag und willkommen zur DAX-Analyse für Montag, den 6. September 2021. Wir befinden uns im Chart lang und schwarz. Eine Kerze entspricht M5, also 5 Minuten. Und wir schauen mal, was er am Freitag noch gemacht hatte. Wir haben ja hier permanent unsere Eröffnungsbereiche gehabt, also sprich unsere Triggerlinien. Dann hatten wir hier nochmal eine verfeinerte Triggerlinie. Und irgendwann am Freitagnachmittag gegen 15:10 Uhr, 15:20 Uhr, 15:15 Uhr bricht er hier durch und macht mit Schwung ein paar lange, schöne rote Kerzen. Also hier idealer Einstieg Short nach dem Bruch dieses verfeinerten Triggers. Aber eben unsere anderen Triggerbereiche bringen genauso Punkte nach unten im Moment. Und irgendwann setzt er dann an und zieht erstmal nach oben weg. Man muss eben immer ein bisschen aufpassen. Bei solchen Sachen hier, wobei er auch nicht hingekommen ist. Von der Sache her gesehen, kann es eigentlich nur entweder zufällig gewesen sein oder man hat hier möglicherweise ein Pattern gehabt. Denn wir sind auch noch nicht aus dem Gröbsten nach unten raus. Also richtig ist hier noch nichts zu sehen. Falsch rum angelegt. Einen Moment noch. Also wir haben hier die 61. Deswegen muss man mal aufpassen. Aber so ein richtiges Gradley ist es auch nicht. Er schiebt sich hier unten durch. Also es wird nicht sehr genau. Es ist eher so ein Bereich gewesen. Kann man nicht genau sagen, warum er hier angehalten hat. Ziellinien vielleicht nochmal prüfen. Ist im Nachhinein immer schwierig. Also diese vorgezogene Wolfewelle-Ziellinie an diesem Bereich, das wäre noch so ein Punkt gewesen. Aber wirklich ersichtlich, warum er jetzt hier angehalten hat, keine Ahnung. Manchmal ist es eben so. Interessant ist natürlich dann, kommt der Pushback und der kommt zu unserer grünen Triggerlinie, also dem unteren Bereich unserer Zone und wird hier erstmal abgestoßen. Jetzt muss man natürlich abwarten, was sich die nächsten Tage bildet hier, weil es ist durchaus möglich, und das ist immer das, was ich sage, wir wissen nicht, wann diese Korrektur hier endet. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir sehen es, je näher wir den Schluss möglicherweise kommen oder wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden, weil, mal ganz kurz gezählt, hier ist ein A, B, C. Ja. Dann ist hier A, B, C. Und wenn der nicht anfängt hier und macht hier sein 1, 2, 3, 4, 5, dann kann es eben auch passieren, dass er hier auch nur ein A, B, C gemacht hat hier. Beziehungsweise hier intern nochmal ein A, B, C. Das sind so diese Doppelten. Auch so ein ABC ist möglich. Und das ist so diese Beweisaufnahme, die man dann eben macht und schaut, okay, was haben wir denn hier? Haben wir hier eine A, eine überschießende B vielleicht? Weil uns immer noch das hier irgendwo fehlt. Also ein bisschen aufgeblasen, dann so hier.
Da muss man jetzt eben drauf achten. Denn es ist auch nicht auszuschließen, wenn er sagt, okay, wir haben hier diesen Trigger zwar gebrochen und der Trigger war groß, aber wir sind immer noch korrektiv und wir laufen einfach hier wieder hoch. Wir laufen dann seitwärts und machen eine XW-Welle irgendwo in der Richtung. Also sprich, wenn ich dann durchzähle, haben wir hier ein A, B, C, das ist eine XW-Welle, dann haben wir wieder ein A, B, C, dann kommt hier wieder eine XW-Welle und so weiter und so fort. Und das ist eine blöde Situation. Das ist eben dieses Spiel mit den Korrekturen. Wenn wir hier mal reinschauen, das war auch kompletter Irrsinn. Also sprich, dieser Bereich hier geht auch immer nur A, B, C. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Der hat hier alles, was hier drin irgendwo ist. Ist immer nur A, B, C. A, B, C. Ne, hier mal zusammengesetzte Geschichten. Hier ist nur ein A, B, C. Hier ist nur ein A, B, C. Hier macht er mal einen Impuls. Und das ist das Interessante daran. Wenn er 1, 2, 3, 4, 5 macht, deswegen habe ich den auch hier mal angezählt, danach kommt was Neues, weil diese Impulse schließen für gewöhnlich irgendwo sichtbar ABC-Bewegungen ab. Und schon kommt ein Schub nach unten, auch wieder als 1, 2, 3, 4, 5, der diese Bewegung hier intern abschließt. Und geht dann eben wieder hoch, um eben wieder nur ein ABC nach unten zu machen. Also das ist äußerst kurios und man muss dann eben genau schauen, wie verhält sich die Geschichte, kommt hier mal ein sauberer Abschluss oder A, B, C und weg das Ding. Also so sind diese Handelsansätze im Moment, weil wir intern wahrscheinlich in einer Korrektur feststecken, ob die nun so aussieht, das ist das Pendant eigentlich dazu. Weil hier A, B, C nach oben und dann irgendwo wieder seitlich. Und das muss man jetzt die nächsten Tage beobachten, möglicherweise auch Wochen. Als Empfehlung, die derzeit schwierig ist, oder Handelsansatz möchte ich es mal nennen. Gibt es immer noch die Chance, dass er doch anfängt und zieht hier oben ordentlich weg? Also als Absicherung irgendwo diesen Bereich, wenn er hier durchkommt wieder, dann ist es dumm gelaufen, da könnte es auch wieder irgendwo so nach oben gehen. Aber darunter könnten wir auch mal Bereiche bekommen. Hier ist ja irgendwo diese Richtung, diese Parallellinie hier oben, die den Kanal abstecken würde, befindet sich derzeit circa bei 15.600. Weiter unten haben wir natürlich immer wieder unsere Patterns. 15.151, 15.418 und ganz weit unten, wenn wir übergeordnet gehen, also sprich in größeren Zeiteinheiten. Stundenchart. Dann ist immer noch hier unten unsere 14.800. Sollte der nicht irgendwo fallen hier, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir hier weiter seitlich laufen und machen dann hier hinten die 5. Und die Eröffnung für eine neue übergeordnete Bewegung wäre die Parallellinie der Hochs hier runtergesetzt. Und das wäre die neue große Eröffnungslinie, die übergeordnet auch in Richtung bringen könnte. Bis durchaus 14.135, möglicherweise auch weiter. So. Damit sind wir auch schon fertig für Montag. So richtig sieht man nichts eben, außer eben, dass man eben in der Korrektur steckt. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende. Und wir hören uns möglicherweise morgen Abend noch im Gold. Das beobachte ich seit ein paar Tagen. Damit auf Wiederhören.